Die gleichen, die dich unter Franco folterten, folterten dich auch danach, bis sie verrentet wurden oder tot waren. Mich haben dieselben Polizisten gefoltert, die unter Franco folterten. Der angestrebte Wechsel war nur eine Sache der Form und nicht tiefergehend. Polizeiorgane, Armee und Gerichte wurden nicht entfaschisiert und viele der repressiven frankistischen Institutionen haben sich nur mit einem neuen Namen geschmückt, aber dieselben internen Strukturen beibehalten. In Spanien gibt es keine Gerechtigkeit, es gibt keine Demokratie und es gibt keinen Rechtsstaat. Die Formen, mit denen der Faschismus sich durchsetzt, sind vielfältig, abhängig vom Kontext, der Situation und nicht zuletzt dem Ort. Das Ende ist das Gleiche. Es ist das Schlussmachen mit der ganzen Welt, die anders als sie denkt. In Carlos' Fall waren an dem Tag 200 Antifas in der Metro. Es hätte jeden treffen können. Das bleibt in deinem Kopf und in deiner Erinnerung. Nosotros somos de la opinión de que cada uno de ellos es uno de nosotros, uno de noi, uno de nosotros, los jóvenes europeos que no creen en los montajes sintéticos como la nación, la raza, las fronteras o las patrias y que luchan por su caída. Uno de nosotros que son capaces de imaginarse una vida mejor lejos de la explotación capitalista y están dispuestos a luchar por ello. Eran uno de noi y no vamos a olvidar a ninguno. Nadie se engañe. Occidente nunca ha vencido al fascismo. Tan solo lo ha absorbido o lo ha invisibilizado. Thank you.